So sieht aktuell das Gemälde aus, dass wir ein Epoxidharz gießen möchten. Eigentlich schon gar nicht so schlecht, die Farben sind knallig, ist ein schönes Blau geworden. Dafür habe ich einmal die Leinwand zweimal in Schwarz gestrichen. So ein sattes Schwarz. Und dann mit drei Farben in verschiedenen, zwei Blautönen und einem, das was man jetzt als weiß sieht, ist eher ein Cremeton. Nochmal drüber gegangen für dieses Ergebnis. Im nächsten Schritt werde ich jetzt einmal die Kanten ringsum abkleben. Das sieht dann wie folgt aus. Haben wir den Plexiglasrahmen. Der sieht jetzt nur braun aus, weil ich da ein normales braunes Paketband genommen habe und das hier einmal einfach über jede Fläche drüber geklebt habe. Das habe ich gemacht, damit einfach das Plexiglas als solches nichts abbekommt und dann kann ich nämlich immer, wenn irgendwas sein sollte, nochmal was drüber kleben, wenn ich keine Lust habe, das zu putzen, damit ich immer eine saubere, glatte Fläche habe. Dies habe ich dann immer mit Gärungsschnitten versehen, damit ich hier eine perfekte 90-Grad-Form bekomme. Wenn ich das hier dann drumherum lege, fixiere ich das mit dem Malerkrepp. Als nächstes nehme ich mir Zangen. Als nächstes benutze ich Malacryl. Damit ziehe ich dann hier einmal ringsum ab. Ist übrigens auch der Grund, weswegen wir hier überhaupt den Rahmen abgeklebt haben. Damit wir jetzt nichts mehr auf dem Bild verschmieren, sondern wirklich nur noch diesen Schlitz, diese Lücke von Bild zu Rahmen abdecken können. Das darf man nicht unterschätzen. Das Epoxidharz, das ist wässrig. Das würde hier überall durchlaufen. Der Stand von dem Epoxidharz würde komplett absinken. Somit wäre am Ende das nur noch maximal benetzt und an verschiedenen Stellen bedeckt und teilweise würden wahrscheinlich Bereiche blank liegen. Deswegen müssen wir hier eine Art Becken machen. Dazu werde ich jetzt hier einmal ringsrum abziehen. Deutlich zu viel. Und ich gehe hier auch richtig mit der Fingerspitze hier rein, denn ich möchte einen möglichst geringen Auftrag von dieser abgezogenen Stelle. Die soll knapp höher sein als die Bildebene. Entfernen wir gleich wieder das Malerkrepp.
zum Beispiel für saubere Kanten beim Streichen verwenden. Solange die Farbe noch feucht ist, müssen wir es abziehen, sonst trocknet es auf dem Band. Beim Abziehen ziehen wir dann die ganzen festen Bestandteile weg und es gibt eine rosige, bröckelige Kante. Jetzt können wir schon Epoxidharz aufgießen. Mittlerweile sind wir in der Küche angekommen und der Vorteil, warum ich das hier mache, auf dem Kochfeld, ist, weil ich hier oben meine Kunstabzugsauger habe. Somit habe ich eigentlich alles selbes Equipment wie in der Lackiererei, was beim Epoxidharzgießen nur von Vorteil ist. Also ich baue es nur wie folgt auf. Ich nehme immer einen Bogen Backpapier. Den breite ich einmal aus. Was jetzt noch das Hauptproblem ist, ist, dass die Zwingen überall anders überstehen, das ganze Ding kippelt. So, deswegen brauche ich etwas, das viermal gleich hoch ist. Was könnte sich besser eignen als ein leeres Heineken? Davon aber gleich vier. Als Info, im Sixpack sind sechs, deswegen ein Sixpack reicht, um das hier nachmachen zu können. Ich stelle es hier unter die jeweiligen Ecken. Richte es noch ein bisschen aus. Und schon sind wir komplett waagrecht in dieser Ebene. Astrein, da wackelt nichts mehr. So kann es sein, so haben wir keine schiefen Ebenen am Ende drin. Hier trocknet alles gleichmäßig aus. Perfekt. Als nächstes benutze ich immer den kleinen Messbecher. Auf dem Epoxidharzen steht immer drauf, was für ein Verhältnis angemischt werden muss. Meistens ist es doch 2:1. Für diese Fläche hier verwende ich dann immer 50 ml. Da habe ich dann den Teil A und den Teil B. Teil B ist immer der geringere Härteanteil. Das werden wir jetzt einmal anmischen. 2:1, 50 ml. So. Perfekt bis zum Strich. Jetzt füllen wir den Rest noch mit dem Härter auf. Sich das Zahnarzt-Holzstäbchen, menge das einmal durch. Was beim Epoxidharz ein bisschen tückisch ist, es riecht einfach nicht, aber bei teils anderen Videos oder auch bei den Warnhinweisen auf den ganzen Flaschen steht immer drauf, in gut belüfteten Räumen nicht einatmen. In den Videos tragen sie teilweise die aufwendige Atemschutzmaske, was mich dann schon ein bisschen zum Nachdenken bringt, weswegen ich das dann hier unter der Dunstabzugshaube angefangen habe. Deswegen haben wir jetzt hier die gemischte Menge, sieht noch ein bisschen trüb aus. Man sieht, hier sind leichte Bläschen überall. Die bekommen wir raus, indem wir jetzt die ganze Menge einfach mal 20 Minuten stehen lassen. Dadurch steigen die Bläschen nach oben auf. Und wir sehen gleich, dass es einen ganz anderen Glanz gibt. Das Matte ist weg und wir kriegen eine durchsichtige Menge. Deswegen schalte ich jetzt die Dunstabzugshaube an. Und wir sehen uns in 20 Minuten wieder. So, wir haben jetzt 20 Netflix-Minuten später und ihr seht schon, das hat komplett die trübe Farbe abgelegt. Hier sind keine Bläschen mehr. Jetzt können wir es verarbeiten. Wunderschön klar. Dazu fangen wir an einer Seite an und dann in Schlangenlinien
fülle ich die ganze Fläche nach und nach auf. Da die Ecken jetzt noch nicht komplett ausgefüllt sind, gehe ich hier mit einem Geodreieck einmal rum und verstreiche ein bisschen das Harz. Eigentlich mache ich das mit einer Spachtel, das ist optimal, nur die habe ich gerade nicht zur Hand, deswegen habe ich hier improvisiert. Aber gleiches Prinzip, schön in die Ecken reinstreichen. Ich merke schon, ich habe hier überall was. Ich habe eine spiegelnde Oberfläche hier oben noch ein bisschen. Einmal komplett an den Rändern entlang, dass ich da auch nichts vergessen habe. Das ist überall auch unten direkt auf der gezogenen Acrylbahn aufliegt. Das ist einfach nur perfekt. Hier man sieht den Spiegelung vom Geodreieck ein wenig. Um das jetzt aber noch zu krönen, nehmen wir einen kleinen Bunsenbrenner und hier gehe ich dann langsam, aber stetig einmal rüber, um letzte Bläschen rauszubekommen. Eine Stelle habe ich noch gesehen. War die jetzt? Wo war die denn jetzt? Ja, jetzt habe ich sie. Also ich musste schon von der Seite drauf gucken, damit ich nur die Spiegelung sehe. Um das ausfindig zu machen, das ist uns ganz, ganz schwierig. Das ist einfach perfekt. Der Glanz ist perfekt. Leute, ich sag's euch, das ist ein Spiegel. Seitlich könnt ihr jetzt nicht sehen. Brillant. So, jetzt gehe ich noch einmal einfach nochmal kurz den Schnellgang durch. Das lasse ich jetzt über Nacht trocknen. Ich habe jetzt hier 50 ml verwendet. Einmal glatt gestrichen, das verzeiht auch, wenn die Leinwand an gewissen Stellen ein bisschen durchhängt oder die Farbe doch ein bisschen mehr aufträgt. Damit ist alles abgedeckt. Ich zeige euch nachher dann mal den Querschnitt, wenn es ausgehärtet ist, wie das aussieht, wenn wir von der Seite drauf gucken. Leichte Schicht Acryl, ein bisschen von dem Epoxidharz und dann beginnt die Phase. Es ist eine perfekte Aufteilung. Für das 20x20 cm Bild sind die 50 ml einfach eine sehr, sehr gute Menge. Ich habe die genommen, weil es die kleinste Einheit auf dem Becher war und im Nachhinein einfach die perfekte Größe. Ich würde keine andere mehr nehmen. Zu viel ist einfach auch Verschwendung, zu wenig. Können Probleme geben, dass es nicht vielleicht komplett abdeckt, aber 50 ist wunderbar. Also dann mache ich die Dunstabzugshaube wieder an, hier in der Küchenlackiererei. Und dann werde ich morgen das Ergebnis zeigen. Oh. Hört sich aber nicht gut an. Oh. Okay. Achso, was ich noch sagen kann, die Dunstabzugshaube ist natürlich brillant, wenn er ab und zu kleine Fruchtfliegen hat. Die riechen es eher oder für die ist es anziehend. Dann natürlich, das bleibt kleben und dann hat man da die Mücken, die kriegt man da nicht mehr raus. Die sind wie in Bernstein eingeschlossen, aber ist jetzt nicht so gut. Aber durch den Luftstrom habe ich das Gefühl, da kann gar nichts mehr passieren. Da kann sich nichts mehr draufsetzen. Jetzt, ich versuche noch einmal. Naja, dadurch, dass ich heute eh nicht mehr in der Küche bin, wir haben jetzt hier gerade Donnerstagabend vor 11. Ich werde es einfach so unbelüftet lassen und mache die Türe zu. Das passt schon. Also dann, bis morgen.